WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Triggerwarnung. In unserem heutigen Podcast geht es um Krieg. Tag 15 der Invasion russischer Truppen in die Ukraine. Seitdem dauert der Angriffskrieg Russlands mit zunehmender Härte und Zerstörung an. Stell dir vor, du schläfst in einem Keller, ohne Strom, ohne Wasser, keine Toilette. Du wachst morgens auf und es ist alles zerstört. Dein Zuhause liegt in Trümmern, in deinem Wohnzimmer, in der Wand ist ein riesiges Loch. Das ist deine Heimat. Dieser Krieg herrscht allerdings nicht erst seit 2 Wochen, er dauert bereits seit 8 Jahren, seit 2014, in der Ostukraine an und wurde eben nun auf das ganze Land ausgeweitet. Alexandra Kodliaska ist Viernheimer Stadtverordnete. Du bist in der Ukraine geboren, somit schlägt dein Herz nicht nur, wo du jetzt lebst, nämlich in Deutschland, sondern eben aufgrund deiner Familiengeschichte auch für ein weiteres Land, nämlich die Ukraine. Du hast sowohl Familie als auch Freunde noch gerade dort. Vorab, wie geht's dir und wie geht's deinen Liebsten? Also ich glaube, wir haben alle an diesem Montag, bevor eben der Krieg wirklich begonnen hat, bevor eben die Ukraine komplett angegriffen wurde von allen Seiten, war das, glaube ich, so der Montagabend, wo wir alle das erste Mal realisiert haben, auch hier in Deutschland, dass da was ist, ja. Und ich glaube, wir haben da alle erstmal gestockt und uns ist, glaube ich, wirklich allen erstmal der Atem stehen geblieben. Ich vergesse auch nicht, wir hatten am Dienstag bei uns im Unterbezirk in der Bergstraße nochmal so eine Diskussion über die Ukraine, über Putin, wie er da jetzt weiter vorgehen wird, ob wir mit Krieg rechnen. Und da hatte ich auch schon deutlich gesagt gehabt, dass die russische Bevölkerung sehr sicher keinen Krieg möchte, aber ihr Präsident eben schon. Und das habe ich Dienstagabend gesagt. Und Donnerstag, als ich aufgewacht bin und ich weiß noch, ich wollte auch noch früh los, dann hatte der Wecker um 6 Uhr geklingelt gehabt und dann hatte ich diese Meldung offen, dass die Ukraine unter Beschuss steht und zwar die ganze Ukraine. Also nicht nur der Osten, der Donetsk, Lugansk, was am Anfang eben noch so vielleicht der ein oder andere vermutet hätte, sondern wirklich die ganze Ukraine eben unter Beschuss steht. Und es war wie so Leere, die sich einfach angefühlt hat. Also es war, ich hätte niemals gedacht, dass ich Krieg erleben würde auf unserem europäischen Kontinent, in meiner Heimatstadt, wo ich herkomme, wo ich die ersten 1,5 Jahre aufgewachsen bin und mit der ich bis heute verbunden bin. Ja, also ich habe bis heute Familie, habe Freunde dort, sowohl eben in der Hauptstadt als auch vermehrt im Westen der Ukraine, also 250 Kilometer eben westlich von Kiew. Und natürlich, also wir hatten schon am Montag auch viel Kontakt gehabt. Wir hatten aber auch schon die Wochen vorher natürlich Kontakt. Ich meine, das sind ja Familie, sind Freunde. Und ja, dann hatten wir mit denen auch nochmal geschrieben gehabt. Und dann hieß es, wir halten durch, also wir stehen da zusammen. Und man sieht ja auch, wie kämpferisch sich die Ukraine gibt. Ja, wir haben uns ja nicht an einem Tag einnehmen lassen. Wir haben uns generell nicht einnehmen lassen. Und sie meinen, wir halten zusammen, wir stehen das durch, wir verteidigen unser Land, es ist unser Land, es ist nicht Putins Land. Wir kriegen dann auch die Videos und die Bilder, wo Bomben, wo Raketen einschlagen, unmittelbar in der Nähe von der zivilen Bevölkerung, mittlerweile auch an zivilen Punkten. Wir sehen das ja, da werden Häuser beschossen, Krankenhäuser, Kindergärten. Man beschießt beispielsweise das Denkmal Babin Yars, ja, was an die ermordeten Jüdinnen und Juden im Zweiten Weltkrieg erinnert. Und man spricht weiterhin von Entnazifizierung. Ja? Also man weiß gar nicht, was man dazu noch sagen soll. Und natürlich, wenn dann Bomben einschlagen, ist der Empfang weg. Ja? Also dann können wir keinen Kontakt halten. Man versucht dann auch, den Kontakt eben zu reduzieren. Man versucht, die Handys auszumachen, damit man eben auch nicht konkret orten kann, okay, wo sind die Zivilisten? Und man macht sich einfach Sorgen. Also es ist einfach eine Sorge, die 24/7 anhält. Man schläft ein mit dem Gedanken, man wacht auf mit dem Gedanken und man macht auch mehrmals pro Nacht auf und schaut nochmal auf sein Handy. Also ich schaue regelmäßig auch nachts auf mein Handy. Also mein Schlaf ist aktuell eben auch nicht der gesündeste, wenn man 4-5 Mal pro Nacht aufwacht und schaut, vielleicht ist irgendwas passiert, ja.
Du hast also über Handy aktuell Kontakt grundsätzlich. Ja. Ihr könnt telefonieren, ihr schickt euch, was ist das, WhatsApp-Messages, Voice-Messages? WhatsApp, Viber, genau, Facebook, Insta, das funktioniert ja alles, zumindest größtenteils. Natürlich versucht dann Russland nochmal quasi den Empfang wegzumachen, damit wir eben keinen Kontakt haben. Es war auch letzte Woche beispielsweise, da hatte der Bürgermeister von der Stadt, wo ich herkomme, eine Ansprache gemacht und dann ging der Ton nicht. Und es ging bei allen nicht. Also irgendwas hatte man da gezielt getroffen, damit eben die Übertragung nicht funktioniert. Du hast gerade schon mal gesagt, ca. 250, knapp 300 Kilometer von Kiew entfernt ist der Heimatort von dir, beziehungsweise auch dort, wo die Familie beziehungsweise Freunde sich aktuell noch befinden. Oblast Chmielnytskyi ist der Ort, beziehungsweise das Bundesgebiet. Genau, also man kann es sich vorstellen, so wie Bundesländer. Ja. Und das ist eben Oblast Chmielnytskyi auf Ukrainisch, auf Russisch nennt man das eigentlich Chmielnytskyi. Ja, aber genau, und da komme ich her und aus der Stadt Staro Konstantinow. Wie sieht die Stadt aus? Weißt du das aktuell? Also die Stadt, das muss man sich so vorstellen, ist ein militärischer Stützpunkt. Unmittelbar eben auch in der Nähe von Kiew, also 250, 300 Kilometer, wie du gesagt hast, ist nicht so weit weg. Ja? Und natürlich steht die Stadt enorm unter Beschuss. Also sie war am Wochenende auch eine der Städte, die enorm bombardiert wurden, weil es eben auch ein strategischer Stützpunkt ist. Und das weiß man auch. Sie liegt vergleichsweise so eher so ein bisschen im Tal. Aber man versucht tatsächlich auch da gezielt einzugreifen. Ja? Und dann muss man sich vorstellen, dann explodieren da Bomben, Raketen. Also wenn man beispielsweise jetzt auf die Autobahn rausfährt, sieht man teilweise auch Panzer. Ja? Also dieser Krieg ist hautnah. Und ich war jetzt vorgestern, als ich mit dem Auto gefahren bin, auch auf der Autobahn, habe ich diese Panzer auch gesehen. Und das war der Moment, wo mir persönlich, hier in Deutschland, ja, meinst du jetzt? Genau, wo mir hier in Deutschland, wo ich das gesehen habe, ja, womit da gekämpft wird, was da eingesetzt wird, da stockt einem einfach der Atem. Also es ist einfach unglaublich, dass 1000 Kilometer von uns weg eben Krieg herrscht. Was macht das mit dir? Du hast es jetzt genau das beschrieben. Du siehst hier in unserem Land, wo wir gerade vermeintlich in einer Sicherheit uns bewegen, einen Panzer, nämlich ein Gefährt, was genau dort, wo deine Familie, deine Freunde gerade sind, verwendet wird. Und du bist aber hier in Sicherheit und die sind dort in keiner Sicherheit. Was macht das mit dir? Was passiert da bei dir? Also ich weiß noch, das war das Wochenende, bevor überhaupt irgendwas passiert ist und es war Samstagabend und irgendwie, ich hatte auch relativ viel dann nochmal gelesen gehabt und dieser Samstagabend, ich glaube, ich werde ihn auch nicht mehr vergessen, das war so der Moment, wo ich realisiert habe, so wirklich scheiße, ja. Ich habe das enorme Glück, also stell dir mal vor, meine Eltern wären damals nicht nach Deutschland gekommen, dann wäre ich dort, müsste probieren zu fliehen, gegebenenfalls eben dort zu bleiben, also ich meine, klar, wir verteidigen unser Land, aber irgendwann musst du dich entscheiden, bleibst du dort oder fliehst du, ja? Und ich wäre auf jeden Fall nicht in Sicherheit, egal ob ich dort wäre oder jetzt auf der Flucht, ja? Ich meine, selbst die humanitären Korridore vermint, also Entschuldigung, das sind Zivilisten, das sind Kinder, Frauen, die eben gezielt auch beschossen werden bei der Flucht. Das war so das erste Mal, wo ich wirklich gemerkt habe, und natürlich, es war mir auch vorher bewusst, aber das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, was für ein enormes Glück, das war mir schon immer bewusst, ich habe eigentlich hier zu sein, in Frieden zu leben und wusste, wenn ich eben nicht hier wäre, würde ich genau vor dieser Entscheidung stehen. Und mein Papa beispielsweise wäre von der Generalmobilisierung betroffen, mein Bruder jetzt nicht. Also, müsste also im Land bleiben, genau, dürfte nicht beispielsweise genau, fliehen. Genau, das wäre eben der Punkt bei uns. Und ich meine, ich habe ja bis heute auch einen ukrainischen Pass, ich habe bis heute die ukrainische Staatsbürgerschaft. Ich hatte einfach Angst. Und das war auch der Moment, wo mir auch das erste Mal so die Tränen gekommen sind. Ich bin glücklich, dass ich dass ich wirklich diese Möglichkeit überhaupt habe, hier zu sein und natürlich in Sicherheit zu leben. Und wir müssen auch jedes Mal, und uns muss allen bewusst sein in Deutschland, was für ein unfassbar großes Privileg wir haben, in Frieden, in Sicherheit zu leben.
weil die Menschen sind auf der Flucht, ja. Polen hat allein 1 Million Flüchtlinge in den letzten Tagen aufgenommen und es werden mehr. Und Frieden ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, das wissen wir mittlerweile alle. Du hast eben von der Entscheidung gesprochen, entweder dort zu bleiben, das Land zu verteidigen oder zu fliehen. Was ist der Stand bei deiner Familie, bei deinen Freunden, die dort sind? Es steht ja auch vor dieser Entscheidung. Sagt ihr, wir müssen die da irgendwie rausholen? Oder sagen die, wir wollen hier bleiben, wir wollen unser Land verteidigen oder wir möchten gar nicht aus unserem Land, aus welchen Gründen auch immer, raus? Wie ist da die Situation? Ja, letzteres, das Land verteidigen. Also die Freundin von meiner Mutter sagt, also meine Mutter sagt auch, wir würden euch aufnehmen. Also natürlich würden wir die aufnehmen, ja. Aber sie sagen, wir bleiben hier, wir verteidigen unser Land, wir haben die Waffen hier, also die Gewehre und wir werden unser Land verteidigen. Ja, also da ist man sehr klar. Puh, wie gehst du damit um? Also wenn ich mir jetzt überlege, du sagst, also du bist jetzt in der Ukraine, du bist meiner Cousine und ich sage, komm, bitte, wir kriegen dich da raus, du kommst jetzt zu mir und dann antwortest du mir, nee. Ich bleibe aber hier, ich will mein Land verteidigen, ich bin bereits bewaffnet, ich habe schon dafür gesorgt, dass wenn es hart auf hart kommt, ich mich wehren kann. Das stelle ich mir, also das ist eine riesen Diskrepanz, die man auch mit seiner Empathie, mit seinem Gewissen hat, mit seiner Trauer und Wut wahrscheinlich auch einfach. Ganz ehrlich, also es macht mich stolz, weil ich ganz genau weiß, wenn nicht wir unser Land verteidigen, wer dann? Ja, also ich meine, wir wurden von heute auf morgen angegriffen. Und zwar ganz angegriffen. Ich meine, klar, es gab auch Auseinandersetzungen in den zwei Gebieten, aber dass ein Angriffskrieg im Jahr 2022 stattfindet, haben wir wahrscheinlich nicht für möglich gehalten. Und natürlich verteidigen wir dieses Land. Dass die Ukraine souverän ist, steht nicht zur Debatte. Ja, also man will mehr aus dieser Ukraine machen. Es ist unser Land und das gilt es eben zu verteidigen. Wie wichtig, du sprichst das immer mal wieder an, ist eigentlich aber der Punkt, dass der, jetzt ist es der Angriffskrieg seit 2 Wochen, die Invasion russischer Truppen. Dieser Krieg existiert ja aber schon seit 8 Jahren. Beschäftigst du dich, deine Familie, tatsächlich auch schon seit 8 Jahren damit oder ploppt das jetzt, wie bei den meisten von uns, jetzt erst auf? Also es gibt die Auseinandersetzung seit 8 Jahren und man muss sich auch anschauen, was war der Grund. Es hat ja angefangen November 2013. Mit der sogenannten Maidan-Bewegung. Also Maidan ist ja der große Platz in Kiew. Was damit angefangen hat, die Ukraine wollte nach Europa, ja, wollte sich europäisch orientieren. Der damalige Präsident Janukowitsch hat es auch in seinem Wahlkampf versprochen, wir werden uns mehr Richtung Europa orientieren, wir wollen die EU-Mitgliedschaft und ja, kurz vor der Unterzeichnung ist der gute Mann nach Russland geflogen, mit Geld wieder zurückgekommen und dann war das EU-Assoziierungsabkommen futsch. Ja, und man muss sagen, die EU natürlich verspricht Hoffnung und die Ukraine ist auch sehr westlich orientiert, das muss man an der Stelle auch deutlich sagen. Man sagt dann immer, ja, nee, stimmt ja auch gar nicht und was werden die westlich orientiert als Russland? Und ich sage an der Stelle, klar, wir sind westlich orientiert, ja. Also wir sehen ganz viele Ukrainer und Ukrainer, die problemlos Englisch sprechen, die einfach mit dieser, die jungen Menschen vor allem, die auch mit diesem Neuen quasi aufgewachsen sind und es war natürlich ein Schlag ins Gesicht, weil man hat uns das ja versprochen. Man hat ja gesagt, wir treten der EU bei und daraufhin hat sich diese Maidan-Bewegung gebildet und das sind ja wirklich Menschenmassen auf die Straßen und haben demonstriert mit der Ukraine, mit der EU-Flagge und haben gesagt, wir wollen in die EU und schlussendlich hat es ja dann geendet mit dem Sturz von Janukowitsch, der jetzt, ich sage immer, das ist bei Putin im Strebergarten. Genau, also die wollten dann wirklich also die Residenz von ihm stürmen, also auch seine Privatwohnung, Privathaus und genau, damit hat es dann geendet und ja, währenddessen ist so ganz still und heimlich noch die Krim annektiert worden, indem da erstmal waren das so Zelione Chilavirki, das heißt grüne Menschen, die da so ganz plötzlich auf einmal auf der Krim aufgetaucht sind. Die Krim ist natürlich auch ein wichtiger militärischer Punkt, da ist ja die Flotte stationiert der Russen und es war auch nie ein Problem, weil wir haben ja immer gesagt, ja,
ich meine, Ukraine, Russen, ist doch egal, was da steht. Lass es da stehen. Wir hatten ja damals auch einen Pachtvertrag. Also wir haben immer noch einen Pachtvertrag, weil der ist ja hinfällig, wenn die es ja eh annektiert haben. Ja, und die sind dann ganz plötzlich aufgetaucht. Und dann haben natürlich die Ukrainer gesagt, wir schießen ja nicht auf unsere Leute, weil, ja, das sind ja quasi, es ist ja, man sagt ja immer, wir sind ja gleich, wir haben ja zusammen beispielsweise gedient oder so, ja, und jetzt beschießen die sich da. Und die sind dann ganz plötzlich aufgetaucht und Putin hatte da damals gesagt gehabt, ja, er weiß nicht, wer das ist, ne? Keine Ahnung. Und dann ganz still und heimlich, dann kam noch das Referendum, was sicherlich alles war, aber nicht demokratisch. Und schlussendlich ist dann die Krim zu Russland, was man jetzt natürlich, ne, also völkerrechtlich sehr bestreiten kann. Und im gleichen Zusammenhang hat sich dann in Donetsk und Lugansk auch so eine Bewegung ergeben, die dann auch gesagt haben, wir wollen unabhängig sein, im ersten Schritt haben sie es gesagt. Und dann haben sie aber gesagt, sie wollen zu Russland, aber mit dem Minsker Abkommen, was dann geschlossen wurde, war das erstmal hinfällig. Ja, und Putin hat sie ja auch nicht akzeptiert, beziehungsweise als unabhängig. Und das hat er ja dann an diesem Montagabend, bevor der Krieg ausgebrochen ist, getan. Und dann, ja, das war so der erste Schritt. Und dann war natürlich schon klar, okay, da wird schon das Minsker Abkommen an erster Stelle gebrochen. Und mit dem Donnerstag, mit dem 24.02. war dann das Abkommen gänzlich futsch. Du nimmst aktuell sehr regelmäßig an verschiedenen Mahnwachen teil in dieser Region beispielsweise. In Weinheim warst du dabei, in Bensheim warst du dabei. Du sprichst da vor den Menschen, du klärst auf, du mahnst, du möchtest die Leute mitnehmen, suchst Unterstützung. Ob solche Mahnwachen den Menschen in der Ukraine überhaupt was bringen? Was bringt das denn, wenn ich hier demonstriere, wenn ich hier an einer Mahnwache teilnehme? Was haben denn die Menschen im Krieg in der Ukraine davon? Ja, die Frage habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal gestellt bekommen, aber es ist tatsächlich eine Minderheit, die die Frage stellt, die sagt, ja, was soll ich denn hier? Ich kann ja, also auf der einen Seite, ich kann auch zu Hause bleiben, ja, oder ich gehe auf die Straße und mache und werde laut und sage, wofür ich stehe. Wir hatten am Brandenburger Tor 500.000 Menschen, ja, und das ist das Volk, ja, das ist das Volk, was Frieden möchte. Und natürlich in vielen deutschen Städten, auf der ganzen Welt gehen eben die Leute auf die Straße und zeigen ihre Solidarität, ja, und natürlich, die Menschen in der Ukraine bekommen das doch mit, die sehen das doch, wie viele Menschen hinter ihnen stehen. Und ich glaube, dass auch der Wandel innerhalb der Regierung, die Neuausrichtung quasi, auch der Außenpolitik, auch viel damit zu tun hat, dass so viele Menschen auf die Straße gegangen sind und gezeigt haben, wir wollen Frieden und Ukrainerinnen und Ukrainer, wir stehen an eurer Seite, ja, wir stehen fest für diesen Frieden in Europa. Also uns sind in gewisser Weise die Hände gebunden, ja, wir können Geld, Sachspenden natürlich organisieren und wir machen das auch, aber wir, es ist auch unsere Aufgabe hier, die Menschen dafür zu sensibilisieren. Ich meine, die meisten wissen mittlerweile, was da passiert und eben darauf aufmerksam zu machen, Leute, geht raus, zeigt eure Solidarität, zeigt, für wen ihr steht. Bevor wir zu dem Punkt, wie können wir hier unterstützen, was können wir tun kommen, würde ich gerne noch einen ganz wichtigen Punkt vorher ansprechen, der gefühlt in den letzten Stunden, in den letzten Tagen immer größer wird. Viele Menschen müssen ja weiterhin leiden, sterben, ja, weil dieser, ich sag mal, verbitterte Mann entschlossen hat oder beschlossen hat, seine Machtfantasie auszuleben. Ne? Die meisten Russen wollen aber ja auch diesen Krieg eigentlich gar nicht, genauso wenig wie die Ukrainer, und dürfen dafür auch nicht verantwortlich gemacht werden. Genau das passiert gerade, das ist das, was ich gerade meinte, es wird immer stärker, es ploppt immer mehr auf. Beispiel, Gäste mit russischem Pass werden in einer Gaststätte nicht bedient. Tatsächlich so passiert in der Nähe von Karlsruhe. Russischer Wodka soll angeblich nicht mehr verkauft werden, soll gemieden werden. Russischer Zupfkuchen soll nur noch Zupfkuchen genannt werden aus Solidarität. Die Hetze gegen russischsprachige Mitbürger scheint lauter zu werden. Deine Meinung dazu? Ja, also natürlich bekommen wir das alle mit, was in vielen Gaststätten jetzt teilweise auch passiert ist. Also man muss ganz klar differenzieren, ja, zwischen der russischen Bevölkerung, von der ich aber auch klar sage, dass sie sich auch davon distanzieren müssen. Ich meine, gerade die Russen, die hier in Deutschland leben, die eben das Privileg haben, eben auch in Frieden zu leben, die auch klar sagen müssen, dass das, was ihr Präsident dort tut, falsch ist
Und ich erwarte auch klar, dass man das so benennt, dass man sagt, das, was er gemacht hat, das ist mit nichts zu rechtfertigen. Und das, was ich sehe, was gegenüber der russischsprachigen, der Russland-Bevölkerung getan wird, kann man klar bei Namen nennen. Das ist nämlich bloßer Rassismus. Ja? Und damit, das ist ein anderes Thema, was wir in Deutschland sicherlich haben. Und das kenne ich auch und habe es auch erfahren und also selbst auch erfahren. Und da müssen wir generell als Gesellschaft mal angehen. Wenn wir uns den historischen Kontext anschauen, du hast gerade eben ja schon so sehr komprimiert wiedergegeben, was seit 2014 stattfindet. Da gab es aber auch ganz vieles, was davor stattfand in Bezug auf Kriege in Europa. Also das ist nicht nur die Ostukraine gewesen, das ist Serbien, Bosnien, Georgien, vieles andere. Inwiefern ist es auch wichtig, das mit in den Kontext zu setzen? Das triggert natürlich jetzt ganz viele Menschen, die sich eventuell in einem Krieg bereits befunden haben oder die ebenfalls Verwandtschaft dort hatten. Inwiefern ist das jetzt gerade so sensibel wie möglich zu behandeln? Es ist deshalb wichtig, weil den Menschen eben genau das Gleiche auch widerfahren ist. Ja? Also man muss aber ganz klar sagen, nur weil wir jetzt über den Krieg in der Ukraine sprechen, vergessen wir diese Menschen nicht. Wir wissen, dass auch in diesen Ländern Krieg herrschte, sei es jetzt Völkermord. Also ich will da jetzt auch nicht irgendwas relativieren, was da war. Diese Menschen sind nicht vergessen, ja, und wir wissen auch ganz genau, dass hier Traumata herrschen, und ich weiß, dass die Menschen, die von dort, beispielsweise von den Kriegsländern, nach Deutschland geflohen sind, dass natürlich auch die Bereitschaft da ist, den Ukrainerinnen und Ukrainer in der Situation zu helfen, weil sie eben ganz genau wissen, wie das ist, wie die Bilder aussehen. Sie haben ja diese Bilder immer noch vor sich. Apropos helfen, was macht denn aus deiner Sicht die deutsche Regierung? Wie hilft die denn und wie gut ist die Hilfe für die Ukraine? Also, ich fange jetzt erstmal mal an mit den privaten Sachen. Also es gibt ja auf privater Ebene, also wir kennen das ja alle in unmittelbarer Umgebung, auch hier gibt es ja die Möglichkeit, Sachspenden abzugeben. Es gibt die Möglichkeit, Geld zu spenden. Es gibt ja die ganzen Konten, wo man gezielt auch Geld für die Ukraine eben auch überweisen kann. Und ich bin auf jeden Fall enorm dankbar, und das will ich an der Stelle auch sagen, für die Hilfe, die von der deutschen Bevölkerung eben kommt in diesem Bereich, die wirklich sagen, hey, also ich meine, ich habe auch viele Nachrichten bekommen von Freundinnen, von Freunden, die gesagt haben, hey, wir haben so viel, wo können wir das abgeben? Und dass man da auch wirklich gezielt Matten, Windeln, dass man die dann auch gezielt spendet. Und da will ich immer sagen, dass ich dafür wirklich sehr dankbar bin. Und das wissen auch die Ukrainer und Ukrainer, welch großes Hilfsangebot hier existiert. Kommt das denn aber auch tatsächlich dort an? Also man sieht ja jetzt auch ebenfalls diese Bilder mit, wie viele LKWs und so weiter und so fort an den Grenzen kilometerweit stehen. Kommt das wirklich bei den Ukrainern an? Und zwar nicht irgendwo, sondern da, wo es auch wirklich gebraucht wird, in den Gebieten, wo eben schon entsprechend Hilfsmaßnahmen eigentlich notwendig sind. An den Grenzen wird entsprechend weiterverteilt. Natürlich ist es schwierig, ja. Also vor allem, weil LKW-Fahrer, das muss man auch an der Stelle sagen, da sind ja auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer dabei, die, also vor allem die Ukrainer, die wegen der Generalmobilisierung natürlich nicht über die Grenze können, ja. Weil sie nicht mehr rauskommen würden. Ja, genau. Also sie können rein, aber nicht mehr raus, genau. Was wird denn aber besonders gebraucht? Ich habe jetzt wiederum sehr oft gelesen, an Sachen, Kleidung generell, ist genug da? Also akut gebraucht werden natürlich warme Decken, es werden gebraucht beispielsweise diese Isomatten, Schlafsäcke, damit eben den Leuten eben auch warm ist, auch wenn sie dann irgendwie in der Kälte schlafen müssen. Ich meine, wir sehen das beispielsweise in Mariupol, dass da seit Tagen kein Strom, kein Wasser da ist. Ja, es ist Anfang März, in der Ukraine ist es jetzt noch nicht so warm. Genau, das aus der Kategorie quasi dann Hygieneartikel werden gebraucht. Und natürlich für die kleinen Kinder, wir brauchen natürlich die Babynahrung, egal welches Alter, Trinkflaschen, Windeln werden gebraucht. Natürlich auch Medikamente, sei es Ibuprofen, sei es Aspirin, sei es beispielsweise die Diabetes-Spritzen, also Insulin wird beispielsweise gebraucht. Da weiß ich aber, dass auch viele Kliniken spenden. Genau, und dann natürlich langhaltige Lebensmittel, die man eben auch problemlos transportieren kann. Auf keinen Fall frische Lebensmittel, weil
die überleben den, also die schaffen diesen Transport. Und auch nicht kochen muss, ne? Genau, dass man quasi einfach eine Dose aufmachen kann und daraus essen kann. Und das wäre schon ganz wichtig. Aber die meisten Anlaufstellen, wo man abgeben kann, die haben auch nochmal konkret Listen, was gebraucht wird. Und das bitte ich dann zu beachten. Und ich habe jetzt auch schon mitbekommen, dass das beispielsweise nicht so ist wie im Ahrtal, wo man seinen Schrott, den man hatte, auf gut Deutsch wirklich, gespendet hatte, haben ja Leute Faschingssachen gespendet, wo man sich einfach denkt, Leute, wir sind kein Sperrmüll, ja. Aber ich muss sagen, dass ich da wirklich auch mitbekommen habe, dass das nicht der Fall ist, dass die Leute schon wirklich das spenden, was auch gebraucht wird. Und dafür bin ich wirklich auch sehr dankbar. Ich springe ganz kurz zurück zur Frage, was macht die deutsche Regierung? Wie stehst du denn zum Thema deutsche Waffenlieferung? Also, ich weiß auch noch, dass ich am Dienstag hatten wir die diese Unterbezirkssitzung, also in der Bergstraße, weil ich komme ja aus Viernheim, wir sind ja nicht mehr Baden-Württemberg, sondern Hessen, aber ihr habt ja auch einen Teil von der Bergstraße noch. Mhm. Und dass ich da gesagt habe, dass ich aus der Sicht einer Deutschen klar sage, dass Deutschland keine Waffen liefern sollte. Das habe ich am Dienstag noch gesagt. Und davon war ich auch überzeugt. Aber an diesem Donnerstag, am 24., war diese Weltlage, diese Europalage eine ganz andere. Ja, also wir haben Krieg mitten in Europa. Und es war, das sage ich an der Stelle auch deutlich, die einzig richtige Entscheidung. Ich war schon dankbar, dass an dem Dienstag endlich Nord Stream 2 gestoppt wurde, wo ich auch schon gesagt habe, also wenn ich jetzt, wann dann? Und an dem Donnerstag war es klar, dass es ohne Waffenlieferung auch nicht geht. Also diese Menschen brauchen Defensivwaffen, also wenn ich von Waffen spreche, spreche ich aktuell von Defensivwaffen, brauchen diese Waffen, um sich eben verteidigen zu können. Sie haben auch das Recht, sich zu verteidigen. Wir haben auch Waffen. Ich meine, wir sind einer der größten Waffenexporteure der Welt. Und es ist richtig, dass wir den Ukrainern und Ukrainer auch diese Waffen liefern. Es ist gut, dass wir diese Sondervermögen beschließen werden, was der Bundeskanzler vergangenen Donnerstag bei seiner Regierungserklärung das erste Mal vorgestellt hat. Und ich sage an der Stelle deutlich, ich weiß auch, dass es einige gibt, die das Sondervermögen kritisieren und auch dieses 2%-Ziel. Allerdings, es geht in keinster Weise um eine Aufrüstung der Bundeswehr. Es geht ganz klar um eine Ausrüstung. Wir brauchen Flugzeuge, die fliegen. Das ist ja immer dieses klassische Beispiel. Wir brauchen Gewehre, die auch schießen können. Es geht um eine Ausrüstung. Wir müssen nicht nur innerhalb der NATO uns verteidigen können, wir müssen auch innerhalb unserer Bundeswehr eben uns verteidigen können. Und deshalb ist es richtig, diese 100 Milliarden Euro zu beschließen. Wenn du jetzt in deinem Heimatort wärst, mit deiner Verwandtschaft und so eine Waffenlieferung kommt, würdest du auch zum Gewehr greifen? Wenn es dazu kommt, ja. Also ich meine, wenn man gezielt auf Zivilbevölkerung schießt, dann muss man sich verteidigen. Also ich würde mich ja nicht erschießen lassen freiwillig. Ich glaube, das würde keiner von uns, wenn es in der Situation ist. Also ich meine, ich kenne auch diese Kommentare auf Twitter, ich würde niemals zum Gewehr greifen, aber ich denke, wenn wir alle in uns gehen und die Situation vor Augen haben, ja, zerstörte Straßen, alles schwarz, weil überall Bomben eingeschlagen sind und dann steht einer und will dich erschießen und du hast das Gewehr, dann lässt du dich doch nicht erschießen. Vor 3 Wochen hätte ich auch gesagt, warum soll ich denn zum Gewehr greifen? Passiert ja nichts. Aber ich glaube, in der Situation geht das nicht anders. Wir schauen jetzt im Fernsehen, und du hast es auch gerade beschrieben, in viele Augen der Ukrainer, die sich mit sehr viel Motivation zur Waffe melden. Es gibt Meldungen von bis zu, ich glaube mittlerweile sind wir bei über 50.000 vorrangig männliche ukrainische Bürger, die aus dem Ausland wie aus Deutschland in ihre Heimat zurückkehren, um zu kämpfen. Hand aufs Herz, schwierige Frage, aber weil wir sehen, wie aggressiv Russland auch weiterhin vorgeht, muss man ja auch wirklich zugeben, dass einem das Gefühl beschleicht, diese Menschen oder viele Menschen von denen werden es wahrscheinlich nicht überleben. Also ich glaube, dass man sich meldet, um eben dieses Land zu verteidigen in erster Linie, um eben auch zu kämpfen dafür, wofür man steht, für Freiheit, für Demokratie.
das ist das, worauf es ankommt. Das ist das, warum sie auch zurückkehren und warum sie auch entsprechend zur Waffe greifen, um eben dieses Land zu verteidigen. Aus deiner persönlichen Sicht, eben den ukrainischen Wurzeln, was kann deiner Meinung nach den Krieg stoppen? Die russische Bevölkerung vor allem, weil selbst die russische Bevölkerung weiß, also die sehen das ja am eigenen Leibe, sie sehen jeden Tag, dass ein Geschäft nach dem nächsten schließt, ein Geschäft nach dem nächsten geht raus aus Russland, stoppt ihre Geschäftsbeziehungen, ja. Beispielsweise die Städte, in denen extrem viel Gas, also aus denen viel Gas quasi kommt, die wissen, wie krass sie an diesen Exporten beispielsweise hängen. Ich glaube, dass jeder, der in Russland lebt, mittlerweile gemerkt hat, was auch diese Sanktionen bewirken, ja, dass man beispielsweise nicht mehr problemlos Geld abheben kann im Ausland, dass man da nicht problemlos bezahlen kann, ja, dass es einfach nicht funktioniert. Und ich setze natürlich darauf, dass auch die russische Bevölkerung, wir sehen das jeden Tag, wie viele Menschen, und das bedeutet Diktatur, jeden Tag auf die Straße gehen, obwohl ihnen 15 Jahre Knast gegebenenfalls drohen. Polizisten, die sagen, unterstützen Sie Faschisten, und ältere Menschen, die antworten und sagen, was für Faschisten, das sind unsere Familie, das sind unsere Freunde, ja. Und natürlich, irgendwann, wenn mal die ganze Bevölkerung aufsteht, die ganze Bevölkerung kann man nicht stoppen. Ja, und ich glaube, dass auch wir, also ich bin mir auch sehr sicher, dass wir mit unseren Sanktionen, auch mit den Lieferungen der Defensivwaffen, sie unterstützen bei der Verteidigung, weil sie eben dieses Recht auch haben. Ich kann natürlich nicht in die Zukunft sehen und ich kann auch nicht sagen, was morgen ist und ich kann dir auch nicht sagen, was in einer Stunde ist. Aber in diesem Moment geht es darum, sich zu verteidigen und das werden wir auch tun. Die Außenminister der Ukraine und Russlands wollen sich offenbar heute in der Türkei zu Gesprächen treffen. Der türkische Präsident Erdogan hat angeblich angeboten zu schlichten. Das alleine finde ich schon sehr kurios, dass es der türkische Präsident ist und dass er sein Land dafür zur Verfügung stellt. Nun denn, was sind deine Hoffnungen, was beziehungsweise sind deine Erwartungen, gerade mit Blick auf die bisherigen Verhandlungsgespräche, die ja schlichtweg gescheitert sind alle? Also ich glaube, wir wissen alle, dass heute kein Friedensvertrag unterschrieben wird. Also es werden kleine Schritte hoffentlich sein, also dass wir in absehbarer Zeit hoffentlich zur Waffenruhe kommen. Ich meine, es sterben weiterhin jeden Tag Menschen in der Ukraine, sterben jeden Tag ganz junge Soldaten auf russischer Seite, auf der ukrainischen Seite auch. Auf der russischen Seite sind es wirklich 18, 19, 20-jährige Jungs, die da in den Krieg gezogen sind, wo gesagt wurde, hey, das ist eine ganz normale Übung, wir schauen mal. Das sind Jungs, die noch nicht eine Waffe richtig bedienen können, ja. Und es muss eben das Ziel aller sein, diesen Krieg zu stoppen. Aber wenn man auf der anderen Seite, auf der Seite Russlands eben einen Diktator sitzen hat, der natürlich nicht da ist, weil das jetzt ja irgendwo im Bunker, irgendwo im, weiß ich nicht, dann ist diese Situation eine andere. Er sagt ja teilweise auch, die Ukraine soll Zugeständnisse machen und dann verhandeln wir. Also niemand verhandelt und dann macht man, also in der Verhandlung macht man gegebenenfalls Zugeständnisse, ja. Aber natürlich, wenn währenddessen beschossen wird, ist natürlich die Verhandlungsposition auch eine ganz andere, ja, wenn man sich schon nicht an die Abmachungen hält. Und ja, ich denke, wir sollten das aufnehmen, was heute beschlossen wird. Ich kann nicht vorhersehen, ob es überhaupt einen Erfolg geben wird. Ich würde ganz kurz den Blick auf die flüchtenden Menschen lenken. Über 2 Millionen sind es circa aktuell, die sich auf einzelne Länder wie Polen und so weiter verteilen, aber eben auch Deutschland. 2015, 2016 hatten wir eine Situation, wo ebenfalls ganz, ganz viele Menschen zu uns ins Land gekommen sind. Und wir haben gerade rückblickend feststellen müssen, huch, wir waren nicht vorbereitet. Gerade was so Infrastruktur anbelangt, aber eben auch, wenn die Menschen hier angekommen sind und aufgenommen wurden, die brauchen
natürlich vorwiegend erst einmal ein Dach über dem Kopf und oder eine Unterkunft. Aber das Ganze ist damit ja nicht geschehen. Worauf will ich hinaus? Glaubst du, dass wir dieses Jahr, 2022, so viele Jahre nach der Situation 2015, 2016, gewappneter sind, besser vorbereitet sind? Oder erleben wir vielleicht in ein paar Wochen, in ein paar Monaten ähnliches Chaos wie damals? Also ich glaube, wir haben vor 2 Wochen nicht gedacht, dass wir in so eine Situation kommen. Wir sehen die Strömungen, also wir sehen, allein Polen hat schon 1 Million Flüchtlinge aufgenommen und ein Teil will natürlich auch weiter nach Deutschland. Nach Schätzungen von UN werden es ja wahrscheinlich bis zu 5 Millionen Flüchtlinge insgesamt. Man weiß nicht, vielleicht werden es auch mehr. Das ist natürlich abhängig auch, wie lange dieser Krieg dauert. Ich weiß für meinen Teil, also es gibt entsprechende Vorkehrung, beispielsweise das Bundesinnenministerium, das nochmal wirklich detailliert aufschreibt, okay, was ist, wo meldet man sich, wo ist die erste Anlaufstelle? Es wird beispielsweise unterschieden zwischen den allgemeinen Sammelstellen in Anführungszeichen, beispielsweise in Hessen gibt es eine in Gießen, in Berlin gibt es natürlich eine große, hier in Heidelberg gibt es eine, in Mannheim glaube ich auch mittlerweile. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, privat unterzukommen. Ja, da wird nochmal differenziert, okay, wenn jemand privat unterkommt, muss er sich quasi selbst, beziehungsweise müssen diejenigen, wo er unterkommt, sich an den jeweiligen Kreis wenden und sagen, hey, hier ist jemand, dann die Daten eben weitergeben etc., dass sie eben auch erfasst werden. Wenn man bei so einem zentralen Punkt kommt, dann geschieht das ganz automatisch. Und gegebenenfalls, wenn man eben auch noch Sozialhilfe beantragen möchte und ja, in diesem Q&A, was quasi veröffentlicht wurde, ist auch nochmal genau detailliert beschrieben, hey, was ist, wenn Sie beispielsweise eben diese Hilfe brauchen. Was ist, wenn Sie arbeiten wollen? Können Sie einfach so arbeiten? Muss vorher noch irgendwas geschehen? Also man versucht schon diese Welle, die 2015, 2016 kam, dass sie sich eben nicht wiederholt. Dass wir konkret darauf achten, okay, wie genau läuft das ab? Man versucht das wirklich zu verhindern. Und natürlich, wir können nicht absehen, was in ein paar Wochen ist, was in ein paar Monaten ist, wie viele schlussendlich kommen, ja. Es ist natürlich eine Herausforderung, das muss man an der Stelle deutlich sagen, aber es wird alles getan, dass sich die Fehler von 2015 nicht wiederholen. Eigentlich weiß ich die Antwort und trotzdem möchte ich sie hören. Wie soll es weitergehen? Was wünschst du dir für die Zukunft? Und was ist dir besonders wichtig in den nächsten Wochen? Ich glaube, ich kann da für uns alle sprechen, sowohl eben aus deutscher als auch aus ukrainischer Sicht, dass wir Frieden wollen auf diesem Kontinent. Also ich glaube, da sind wir uns alle eins. Und natürlich für die Ukraine, dass wir souverän bleiben, dass wir keine Neutralität garantieren müssen, dass wir das, was in Anführungszeichen uns gehört, nicht abgeben müssen, dass alle Menschen dort, natürlich auch hier, aber jetzt in Anbetracht des Krieges in der Ukraine, der dort herrscht, dass alle zurückkommen können in ihr Land, dort weiter wohnen können, ist natürlich dann aufbauen und dass eben diese Sicherheit wieder herrscht und dass natürlich die ganzen Traumata, die dadurch entstanden sind, und das sind eine Menge, auch hier natürlich, dass sie Step by Step irgendwie überwunden werden. Natürlich, das Trauma wird nicht weggehen, ja, aber dass diese Bombardierung auf die zivile Bevölkerung, gezielt zivile Bevölkerung, aufhört und dass dieser Krieg bald hoffentlich endet. Alexandra, danke für deine Zeit, danke für deine Worte und alles Gute weiterhin. Danke, dass ich hier sein durfte und ja, ich hoffe, ich habe euch einen Einblick in die Situation gegeben. Danke. Das war WNOZ nah dran, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streamingportalen und auf wnoz.de/podcast.